Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger & Solmecke. Und in unserem heutigen Video geht es um UWG-Verstöße. UWG-Verstöße und was euch alles passieren kann, wenn es plötzlich bröckelt mit dem Internetangebot und wie teuer das Ganze dann werden kann. Aktuell gibt es solche UWG-Verstöße, die verstärkt abgemahnt werden, nämlich von der Kanzlei U+C aus Regensburg. Die mahnt für die KVR-Handelsgesellschaft und ihren Geschäftsführer Frank Drescher ab. Es werden Verstöße in den allgemeinen Geschäftsbedingungen gerügt, dort insbesondere Gerichtsstandsvereinbarungen. Gerichtsstandsvereinbarungen sind für Privatpersonen nicht zulässig und nur im B2B, also im geschäftlichen Bereich, zulässig. Und Unternehmer, die so eine Differenzierung für private und geschäftliche nicht vornehmen, die können abgemahnt werden und werden derzeit auch abgemahnt. Der Streitwert, der liegt bei 10.000 Euro. Jedenfalls wird er so von den abmahnenden Anwälten angesetzt. Und das führt dazu, dass für die Abmahnung direkt 650 Euro Abmahngebühren gezahlt werden müssten. Stellt sich also die Frage, was kann man gegen diese neue Abmahnung tun? Nun, zunächst einmal muss man im Einzelfall prüfen, ob hier die KVR-Handelsgesellschaft überhaupt im Wettbewerb steht. Das heißt, ob hier die gleichen Güter oder Dienstleistungen angebracht werden oder man zumindest auf einem ähnlichen Markt tätig ist. Ist man das nicht, dann fehlt es an dem Wettbewerbsverhältnis und dann kann schon aus diesem Grund nicht abgemahnt werden. Darüber hinaus haben wir gehört, dass derzeit verstärkt abgemahnt wird. Und wenn in einem kurzen Zeitraum sehr, sehr viele Abmahnungen verschickt werden, dann kann das im Einzelfall zu einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung führen. Ob die Schwelle hier schon überschritten ist, können wir nicht sagen. Das liegt zum Beispiel immer dann vor, wenn mehr abgemahnt wird, als man mit seinem eigentlichen Geschäft an Umsatz macht. Manchmal passiert sowas, aber das muss man eben im Einzelfall schauen, wie viele Abmahnungen da jetzt tatsächlich unterwegs sind. Insofern freuen wir uns über jeden, der diese Abmahnung bei uns meldet. Wir sammeln diese Informationen und können so gegebenenfalls eine Rechtsmissbräuchlichkeit nachweisen. Wem das also passiert ist und er eine Abmahnung wegen Wettbewerbsverstoß bekommen hat, der sollte einfach kurz bei uns anrufen. Wir checken, ob hier eine weitere Verteidigung sinnvoll ist und sich lohnt oder ob dadurch nur mehr Kosten produziert werden, dann würden wir davon abraten. Und wir checken auch, ob an der Abmahnung generell was dran ist oder nicht. Ansonsten einfach nur dieses Video schauen, weitere Videos schauen und unseren YouTube-Blog abonnieren und beim nächsten Mal auf dem Laufenden sein, wenn wieder neue Abmahnungen durchs Land trudeln und wir sagen dann, was man dagegen möglicherweise tun kann. Dankeschön fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.